Leute, ich habe einfach ein übertrieben geiles Fußballquiz entdeckt. Nachdem wir letztes Mal schon ein Quiz gemacht haben, bei dem wir Mannschaften erraten haben, in dem Prinzip, dass dort ganz viele Flaggen auf dem Feld waren mit den Nationalitäten der einzelnen Spieler, man dann sagen musste, um welche Mannschaft es sich handelt, habe ich heute mal auf YouTube gesucht, ob es vielleicht vier Bilder, ein Wort als Fußballedition, nämlich Four Pictures, One Club gibt. Und ich habe tatsächlich ein Video gefunden auf einem YouTube-Kanal mit zwei Abonnenten. Das Video ist erst eine Woche alt und hat auch gerade mal 9 Aufrufe. 9 Aufrufe. Und ich dachte mir, ich gebe dem Video eine Chance. Vielleicht hat der YouTuber ja, obwohl er noch keine Aufmerksamkeit hat, es drauf. Gibt übrigens den Beweis, Foodsnipe hat zwei Abonnenten und sein Video hat 9 Aufrufe und ist eine Woche alt. Also quasi ein Newcomer auf YouTube, der hier eine coole Idee hatte. Ich kenne den nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe wirklich das Video gefunden, weil ich Four Pictures, One Football bei YouTube eingegeben habe. Und das wirklich das einzige Video war, was so war, wie ich es mir vorgestellt habe, mit vier Bildern und einem Fußballverein. Also krass, 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 krass. Ich hoffe nur jetzt, dass das Video auch wirklich nice ist. Dass es nicht zu einfach, aber auch nicht zu unmöglich ist, die Teams zu erraten und dass er coole Teams dabei hat. Wir gehen direkt mal rein, ihr könnt wieder gegen mich antreten. Wer mehr Teams insgesamt richtig errät. Ich werde immer erst den Teamnamen sagen, wenn der Countdown durch ist. Also diesmal machen wir nicht auf Schnelligkeit, sondern einfach danach, wer die Teams errät. Okay, es geht los. Ich bin mir relativ sicher, dass das Monaco ist. Und es ist Monaco. Den ersten Punkt nehme ich schon mal mit. Hat man, also oben rechts war am eindeutigsten, dann unten rechts mit dem Stadion. Ja, Trikotausstatter. Okay, na gut. Das Team ist dann nochmal eine Stufe einfacher. Ich denke, das sollte jeder richtig haben. Borussia Dortmund wird hier gesucht. Auch wieder, ja, Ausstatter ist dabei. Klopp. Hätte man natürlich dann auch Liverpool denken können, aber mit den Bienen und mit dem Gelb war dann klar, was wir suchen. Okay, das sollten auch die meisten richtig haben. Das ist natürlich Barcelona, was hier gesucht wird. Cruyff als Ikone, als Club-Ikone ausgewählt. Okay, da hätte man noch viele andere nehmen können, wie Ronaldinho oder ja, mit Messi wäre es vielleicht zu krass einfach gewesen. Uiuiui, aber das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ist das Lille? Oh mein Gott, nur wegen dem Stadion, weil da LOS stand auf der Tribüne, dachte ich LOSC vielleicht, also Lille. Aber sonst hatte ich gar keinen Schimmer. Also von den Farben her hat es auch hingehauen, aber komplett geraten einfach. Das ist natürlich der HSV hier mit dem Dino, mit der Uhr. Ja gut, also ist alles nicht mehr so aktuell, kann man sagen, aber ja, man weiß auf jeden Fall, welcher Verein gesucht ist? Ey, bei dem Verein bin ich mir auch sicher, dass das Arsenal ist. Jo. Arsene Wenger. Denn das Stadion. Ja, die Kanone. Gute Bilder, passende Bilder auf jeden Fall auch, die hier rausgesucht wurden. Das Video beeindruckt mich richtig dafür, dass es hier auf so einem Kanal mit so wenig Abonnenten ist. Boah, ich habe keine Ahnung. Atalanta. Ja gut. Ja gut. Oh shit. Okay, der erste, wo ich gar keinen Schimmer hatte. So. Jo. Ich finde es cool auch, dass es so ein bisschen mit schwer und leicht gemischt ist, dass man hier die königlichen Real Madrid hat, was auf jeden Fall, denke ich, auch wieder jeder weiß. Uiuiui, dann ist es jetzt wahrscheinlich wieder eine Zeit für einen richtig schweren, oder? Bin gespannt. Wir haben einen mittelschweren. So Medium, würde ich sagen. AS Rom haben wir hier am Start. Das erkennt man oben links, ja, an dem, was halt auch auf dem Wappen drauf ist von Rom. Und ha! Richtig passende Bilder, ey. Mit der Schmiede oben rechts, Knappenschmiede, Schalke, natürlich. Stark, ey. Das Stadion gibt auch mal viele Infos, dann die Vereinsfarben. Und dann halt noch, ja, eine bekannte Person, okay. Jo.
Jo. Da haben wir ja das Trikot-Design unten rechts. Dann haben wir Galaxy, für LA Galaxy natürlich, das Stadion von denen, die Farben von denen. Das hätten wir auf jeden Fall auch wieder richtig. Bisher nur einen einzigen falsch. Ich bin zufrieden. Der ist nicht einfach, aber es ist Wolverhampton. Das sieht man oben links im Stadion. Ja, da ist das Logo von denen tatsächlich. Sonst wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen. Mit dem Wölfen unten links, oben rechts mit den Vereinsfarben vielleicht. Aber es wäre schwieriger gewesen, wenn da nicht Wolverhampton schon als Plakat quasi auf dem Platz gewesen wäre. PSG haben wir hier. Paris, Jordan, ja, Tuchel, dann die Trikots von hinten. Okay, wir schlagen uns weiterhin sehr, sehr gut. Oh shit, Shoppiland, Schönbühl. Das ist Schweden, Schweiz, ich weiß nicht mal, aus welchem Land das Team kommt. Ja, Young Boys, Bern. Okay, Young Boys oben links. Oh mein Gott, was ein gutes Bild, aber gewählt wurde. Jetzt ahne ich das Bild oben links erst. Zweites Team, das wir nicht wussten. Fuck. Mit Gründungsjahr einfach dabei. RB Leipzig haben wir hier. Ja, der Coach hat es halt hergegeben. Nagelsmann war halt relativ eindeutig jetzt hier bei Leipzig. Hier haben wir... doch, ich hab's ja. Boah, war kurz schwer. Aber es ist Benfica. War mir kurz unsicher, aber auch, ja, mit dem Adler obendrauf, Fly Emirates als Sponsor, auf deren roten Trikots, halt das Stadion hat auch wieder ein bisschen was hergegeben. Doch, habe ich glaube ich auch. Das müsste Gala sein. Galatasaray. Den Punkt, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Nice, nice, nice. Ich will maximal 3 falsch in diesem Video haben. Okay, weiß ich auch schon, welches Team es ist. Wir sind bei der Hälfte bisher. Okay, da kommt noch einiges. Fuck, okay, das könnte eng werden mit 3 falschen. Das hier ist natürlich Gladbach. Also die deutschen Teams, ja, die Fohlen hier. Die deutschen Teams sind relativ leicht. Aber in ausländischen Teams, oh mein Gott, und das ist ein ausländisches Team, wird es schwierig. Oh mein Gott, 3 Sterne. Monaco? Nee. Ajax! What? Oh shit! Ja gut, Ajax-Stadion hätte man schon haben können. Aber die restlichen Sachen, die haben mich jetzt hier auf gar keine Fährte gebracht. Okay, ich habe den Mund ein bisschen zu voll genommen. Das war auch ein deutsches Team, oder? Digga, ist das Augsburg? Oh ja! 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 Ey, oben rechts das Stadion, die Farben haben es wieder gerichtet, aber ich musste richtig auf Krampf noch. FCA, okay, man sieht es auch unten links. Ja, noch. Okay. Hab ehrlich Mund ein bisschen vollgenommen, dass die deutschen Teams so einfach sind. Hier haben wir auf jeden Fall Inter. Huiuiui, wir dürfen nichts mehr falsch haben jetzt. Wir dürfen nichts mehr falsch haben. Scheiße, ich hoffe, ich stehe besser als ihr. Vielleicht genauso gut wie ihr, wer weiß. Okay, ja, okay. Okay. Unten rechts das Bild macht's klar, Köln. Also da hätte man eigentlich nur dieses eine Bild gebraucht. Mit dem Geistbock. Das hätte schon gereicht. Da hätte man schon gewusst, was hier los ist. Aha, aha. Das hat vielleicht nicht jeder. Das ist... Leicester. Da hätte mir sogar das Bild unten rechts gereicht, weil das sind die ganzen Fahrzeuge, die die Spieler geschenkt bekommen haben, nachdem sie die englische Meisterschaft gewonnen haben. Aber ist King Power? Ja, okay, ich glaube doch, die meisten hätten es. Das ist Newcastle. Das Trikot, das FIFA-Trikot hat es hergegeben. Also diese ganzen Scheichs und so, wer da hinter diesem Verein steht und so, sagt mir meistens echt nichts. Also wer dieser Scheich hier von Newcastle ist, keine Ahnung. Fuck, Ultras. Das hört sich französisch an. Nizza vielleicht? Oh mein Gott! Nur weil dieses Ultras Pupulatre, dieses Pupulatre, da habe ich mir gedacht, okay, hört sich italienisch oder französisch an.
Aber sogar ein bisschen mehr Französisch und dann diese Farben in Frankreich gesucht. Da bin ich auf Nizza gekommen. Aber anders, ohne diesen Balken hier, was sich für mich Französisch angehört hat, wäre ich glaube ich nicht drauf gekommen. Boah, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. So. Ah, okay. Okay. Hier haben wir wieder ein deutsches Team. Hier haben wir Eintracht Frankfurt. Den Punkt nehmen wir auch mit. Wir haben schon unsere drei falsch, ne? Wir dürfen jetzt keinen mehr falsch haben. Ich hoffe, das kriegen wir hin, ey. Wie geil, Digga. Wie geil einfach die alte Dame unten rechts. Juve. Da hätte auch wieder nur dieses Bild, die alte Dame, gereicht. Und man hätte direkt gewusst, okay, erstmal hätte man gedacht, hey, die Oma, so was für ein Team. Aber wenn man dann denkt, die alte Dame, wäre direkt klar gewesen, es ist Juventus Turin. Ah, da gibt es wieder ein Problem hier, wodurch man weiß, dass Mainz ist, nämlich dass man Mainz im Stadion sieht. Auf der Tribüne sieht man das Mainz-Logo. Ansonsten, ja, hätten es schon, wäre ich mir nicht ganz sicher gewesen. Welches Team ist es? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich brauche mehr Zeit. Ist es in Frankreich? Ist es. Nein! Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ey, wenn man mehr Zeit hätte, würde man gleich auch mehr erraten. Aber bei denen, die tricky sind, braucht man echt ein bisschen Zeit, um erstmal alle Bilder zu realisieren und so. Das sind 10 Sekunden echt nicht viel. Okay. Es ist Watford. Auch wieder ein bisschen WFC, die Abkürzung im Stadion. Dann der Elch. Da war dann klar, in welche Richtung es geht. Und links ist ah, nicht gar nichts. Ist deren Maskottchen? Keine Ahnung. Thanks for watching. GG. War ein sehr, sehr cooles Video. Hat Bock gemacht. Ich bin gespannt. Haut mal in die Kommentare, wie viele ihr falsch hattet. Ich glaube, wir waren jetzt bei 4 Falschen. Ist okay. Ist jetzt nicht übertrieben gut, aber ist in Ordnung, denke ich. Und bin gespannt, was auf dem Kanal demnächst noch so für Sachen kommen. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Quiz. Ich feiere solche Fußballquizze und ansonsten, jo, lasst gerne hier ein Abo da. Auf meinem Pro Stream Highlights Kanal verpasst ihr hier auch keine Videos, keine Quizze, keine Reaktionen auf Fußballvideos, keine Highlights meiner Streams und mehr. Würde mich freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst und ja, ich bin raus.